herzlich willkommen. Bisschen mehr Stimmung hier. Wir kommen jetzt zu unserem absoluten Highlight. Ich bin Lisa Fritsch und freue mich, euch jetzt zu begrüßen zu können zu unserem Abschlusspanel des ersten Kongresstages. Wie ihr schon in den vorherigen Beiträgen gehört habt, ist es manchmal ein bisschen schwer, das Fernsehen auch oder allgemein den Content für die junge Generation attraktiv zu machen. Für die Öffentlich-Rechtlichen wurde jetzt der Online-Kanal genehmigt. Der Jugendkanal von ZDF und ARD soll 2016 an den Start gehen. Doch brauchen wir den überhaupt und mit welchen Inhalten soll der gefüllt werden? Um diese ganzen Fragen beantworten zu können, begrüße ich jetzt unsere hochkarätigen Gäste auf dem Podium. Und zwar Professor Dr. Helmut Thoma, er ist Mitbegründer von RTL Television. Professor Dr. Otto Altendorfer, er lehrt Publizistik und Kommunikationswissenschaften an der Hochschule Mittweida. Professor Dr. Otto Altendorfer. Auch Prodekan der Fakultät Medien. Dr. Johannes Beermann, er war Staatsminister und Chef der Sächsischen Staatskanzlei. Des Weiteren Robert Amlung, Beauftragter für digitale Strategien des ZDF. Katrin Ruther vom Entwicklungslabor des MDR. Alexander von Harling, Programmchef des vom SWR verantwortlichen Kanals 1+. Und besonders freue ich mich auch auf die Moderatorin dieser Runde. Sie war auch schon die letzten Jahre dabei. Herzlich willkommen, Madita van Hülsen. Großen Applaus. Viel Spaß. Wow. Kann man machen noch schnell ein Foto posten? Mensch, vielen, vielen Dank. Lisa, vielen, vielen Dank. Lisa, bitte mal einen großen Applaus für Lisa. Das war großartig. Vor allem, ich dachte jetzt natürlich, ich müsste jeden Einzelnen noch vorstellen, aber Lisa hat das ganz großartig gemacht. Vielen Dank, dass Sie alle hier sind. Herzlich willkommen zum Medienforum Mittweida hier 2014. Ich war die letzten Jahre, durfte ich auch schon mit dabei sein. Es hat sich ganz, ganz viel getan. Ich weiß nicht, wer schon mal hier war, aber es ist alles neu und noch viel geiler, muss ich sagen. Wirklich auch mal einen großen Applaus für das ganze Medienforum. Ja, da dürfen wir auch mitmachen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich möchte gleich mal anfangen, direkt mit der Frage an Dr. Johannes Beermann. Warum gibt es jetzt diesen neuen Jugendkanal, der jetzt für 2016 geplant ist, warum wird der nur im Netz stattfinden und nicht direkt als Sender? Weil die Politik sich gedacht hat, dass ein Jugendsender bei der sehr starken Jugendaffinität zum Netz mal das machen soll, was die BBC schon längst macht, nämlich sich voll auf das Netz konzentrieren und damit auch ein Angebot zu machen, was sich signifikant durch das einmal immer nur über einen Kanal jemanden zu erreichen, sich davon zu unterscheiden. Das ist der zentrale Hintergrund. Sehr, sehr schwierig, was also sowohl den Inhalt wie das Juristische betrifft, aber damit auch für die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten und für die öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten eine Chance, mal was völlig Neues zu machen und eben auch jugendadäquat über das Internet Jugendliche anzusprechen, denn das ist ja das eigentliche Ziel der Veranstaltung. Da würde ich kurz gerne weiterfragen, was ist denn wohl so neu an diesem ganzen Konzept und dem Jugendkanal? Die Frage gebe ich gerne gleich nochmal weiter, ich frage nochmal kurz. Also ich rede über den politischen Rahmen. Mhm. Das, was inhaltlich reinkommt, das muss die Seite dort machen, so ist das aufgeteilt. Also wir haben den politischen Rahmen gesetzt, aber was da reinkommt in die Tonne, das machen die. Also das, was neu ist, ist, dass man tatsächlich nicht mehr sagt, wir machen ein Programm, was, oder möglicherweise so, ich weiß nicht, wie das dann aufgestellt wird. Wir machen etwas, wo man also von morgens 6 bis abends um 22 Uhr oder so eine Serie und was anderes macht und so, dass man keine Programmschema da hat, sondern dass man mit der Freiheit im Internet, das, was der Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist, in einer völlig neuen Form eben auch mit Jugendlichen ja, gemeinsam, glaube ich, machen kann. So habe ich zumindest das Konzept im Internet verstanden. Das juristisch völlig neue ist, dass bisher Internetangebote nur programmbegleitend sein durften. So, nachdem es kein Programm gibt, ist die Frage, was Programm begleitet. Ne? Wenn es also keine Programmbegleitung mehr gibt, dann muss die Politik jetzt definieren, wie kann öffentlich-rechtlicher Rundfunk eine solche Internetplattform dann auch auffüllen, was sind die Leitplanken, was ist der Auftrag, wie das also entsprechend das Bundesverfassungsgericht formuliert hat. Und das finde ich eine höchst spannende Angelegenheit. Da stehen wir, glaube ich, alle vor Neuland.
Und ich denke, dass dieser Rahmen etwas ist, was dieses Jugendangebot, es ist eigentlich kein Kanal, was dieses Jugendangebot also völlig von dem, was bisher es im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gab, unterscheidet und damit auch eine neue Stufe ist. Wir hatten gerade hinter der Bühne kurz schon die Diskussion, einmal, dass man auch nicht sagt Kanal. Ich habe das fälschlicherweise, ich habe das auch getan, weil ich dachte, warum findet dieser Kanalsender denn jetzt nur im Netz statt? Da wurde ich gleich darauf aufmerksam gemacht, oh Gott, bloß nicht Sender, bloß nicht Kanal sagen. Vielleicht einmal die Frage, warum nicht? Naja, das Neue an diesem Jugend eben nicht mehr Kanal ist eben, dass er ja nicht vom Fernsehen aus gedacht werden soll. Mhm. Und das ist etwas, was wir bisher so nicht gemacht haben. Wir haben bei allen Beauftragungen, die es im Internet gab, als öffentlich-rechtliches System, eigentlich immer vom Fernsehen oder vom Radio aus gedacht und das irgendwie verlängert, begleitet, neu arrangiert. Aber haben bisher eigentlich nie wirklich gesagt, so, Radio und Fernsehen lassen wir jetzt mal beiseite. Wir versuchen, die Möglichkeiten, die das Internet bietet, zu nehmen und daraus wiederum etwas zu machen, was öffentlich-rechtlich ist. Und dieser Auftrag, der jetzt eben von dem Ministerpräsidenten formuliert wurde, bringt zum ersten Mal genau dieses in die Wirklichkeit. Und da muss man schon sprachlich aufpassen, weil ein Kanal ist genauso wie ein Sender einfach belegt. Da weiß man, was das ist. Das ist lineares Fernsehen, da weiß man, wie das geht. Und nehmen Sie irgendjemanden aus dem öffentlich-rechtlichen Sender und sagen dem, mach Kanal, dann macht der lineares Fernsehen. Und genau das soll es so ja nicht sein. Und deswegen muss man sprachlich aufpassen und differenzieren und sagen, das ist eben entweder ein Jugendangebot, wenn man es ganz allgemein sagen will, oder eben ein Jugendportal. Was soll denn anders werden? Was ist denn sozusagen wirklich der Benefit? Was wird da passieren? Naja, der Hauptunterschied, glaube ich, zu einem Kanal liegt darin, dass ein Kanal eben, wie Fernsehen eben so ist, alles sehr einheitlich machen muss. Es muss ja alles reinpassen in diesen einen linearen Ablauf. Da müssen auch die Übergänge stimmen, man muss irgendwie das Publikum von A nach B mitnehmen, all die ganzen Zwänge, die man in der Programmplanung hat. Das ist, wenn man sich die Zielgruppe 14-29 anschaut, eigentlich nicht zu schaffen. Diese Zielgruppe ist unglaublich heterogen. Die ist ganz vielfältig von den Hintergründen, von dem, wie Medien genutzt werden, von den Endgeräten, auf denen Medien genutzt werden. Und das alles mit einem linearen Kanal mal eben so zu machen, dass alle sagen, ja toll, da finde ich was, das ist nicht realistisch. Und die Möglichkeiten, die man im Internet hat, sind vielfältiger. Und ich glaube, dass man eine bessere Chance hat, zu vernünftigen Kosten, diese Vielfalt einigermaßen zu bespielen, wenn man halt die Möglichkeiten des Internets nutzt. Und das ist eben genau das Neue, das wir jetzt versuchen werden. Was ich ganz interessant finde, ich würde gerne einmal Alexander von Harling fragen. Sie sind jetzt ehemaliger Programmchef von 1plus und jetzt beauftragt für den Jugendkanal. Ich habe in einem Interview witzigerweise gelesen, dass Sie mal gesagt haben, Fernsehen bleibt weiterhin ein Leitmedium. Jetzt ist ja die Frage, wenn das Fernsehen eben sozusagen für den Jugendkanal eben nicht existent ist, was ist denn sozusagen das Risiko für diesen Jugendkanal? Also ich würde es nicht Risiko nennen, sondern die spannende Aufgabe ist eben in diesem vielfältigen, unübersichtlichen Markt online überhaupt wahrgenommen zu werden. Fernsehen bleibt ein Leitmedium, also deswegen war das Konzept ursprünglich ja auch so gebaut, dass eben Fernsehen, ein Fernsehkanal, ein Bestandteil dieses crossmedialen Jugendangebots sein sollte. Junge Menschen 14 bis 29 schauen weiterhin 128 Minuten jeden Tag Fernsehen. Das ist in den letzten 15 Jahren kaum verändert. Also insofern bleibt die Argumentation richtig zu sagen, Fernsehen wird weiterhin die nächsten Jahre, Jahrzehnte vielleicht sicherlich eine wesentliche Rolle spielen. Aber die brauchen wir jetzt nicht mehr zu führen, weil das haben uns die Ministerpräsidenten abgenommen. Also wir gehen jetzt nur noch auf den Online-Sektor. Und da ist natürlich die spannende Aufgabe, überhaupt eine Art von USP zu definieren, wahrnehmbar zu sein mit Angeboten öffentlich-rechtlicher Provenienz und zu überzeugen davon, dass eben durch das, was ARD und ZDF dann da jetzt zusätzlich veranstalten können, ein Mehrwert entsteht, den es so nicht gibt. Klingt vielleicht ein bisschen abstrakt, ist aber, denke ich, das, was in der Chance dieser Beauftragung jetzt liegt. Frei von Beschränkungen, die wir vorher hatten, Sendungsbezug, Verweildauer, all sowas. Also man kann jetzt neu denken, muss auch neu denken. Deswegen ist auch die Diskussion über, wie genau sieht das Konzept jetzt aus, vielleicht zum heutigen Zeitpunkt noch ein bisschen verfrüht, wird nicht in jedem Punkt ganz zufriedenstellend beantwortet werden können. Aber es ist eine große und sehr spannende Aufgabe, eben wirklich ganz neu mit Inhalten, die frei sind von Drittinteressen, werblichen Interessen, für ein Publikum im Kern in dieser ganzen Bandbreite 14 bis 29 Angebote zu erstellen.
Da würde ich gerne mal Helmut Thoma fragen. Ich meine, Sie sind ja sozusagen Erfinder von sehr, sehr vielen Dingen und Sie kennen sich extrem gut aus, auch gerade wenn es um neue Formate und Jugend geht. Meinen Sie, das funktioniert? Ja, ganz einfach nein. Das war gar nicht beabsichtigt. Also, das ist, warum soll das funktionieren? Ich meine, erstens einmal, die Öffentlich-Rechtlichen sind ja nicht nur bei den Jugendlichen nicht vorhanden. Die sind faktisch, wenn Sie die Zielgruppe 14 bis 29 nehmen, um ein Beispiel zu geben, dann hatten die im ganzen Jahr 2013 7,5% zusammen, ARD und ZDF. Allein RTL 2 hat 9,6. Das heißt, das sind in Größenordnungen, ja, die aber eigentlich durch die Fußballspiele oder ähnliches hergestellt, die gibt es nicht mehr. Aber selbst bis 60 sind die ja bei 7% oder 7,5%. Das heißt, die sind ja eigentlich auch dort nicht. Das heißt, das ist ein Sender, den man schon als Teil der Pflegeversicherung sehen muss. Ja? Also, und wenn so ein Sender dann Jugendprogramm macht, also das kommt so, wie wenn sie so einen Rap-Tänzer in ein Pensionistenheim schickte, der ist irgendwie fehl am Platz dort. Die Leute, die erwarten den Musikantenstadel und dort nicht also so etwas. Das heißt, auch die Idee, allein jetzt machen wir Jugend, die haben wir alle verloren und jetzt werden sie herbeigeholt. Bitte schön, wie soll sowas funktionieren? Die haben ja alle neue Sendungen. Dazu kann man es auch gar nicht messen. Das ist ja das Schöne im Internet, da kann man das überhaupt nicht messen. Und ich meine, da können Sie natürlich einen YouTube-Kanal machen. Gut, der ist auch, der wird dann 2-3 Minuten insgesamt mal gesehen, aber das reicht auch schon. Dazu können wir aber dann 45 Millionen verbraten. Das ist ja auch davon 40 Millionen wahrscheinlich für Overheads und der Rest geht ja noch voll ins Programm. Das heißt, es ist eigentlich so eine wirkliche, ja, Politiker können sich sowas ausdenken und Hierarchen im Öffentlich-Rechtlichen. Sonst eigentlich niemand. Ja, bitte, da darf ruhig geklatscht werden. Möchte vielleicht jemand aus der Runde kurz etwas darauf antworten? Ich merke schon, die Stühle werden heiß. Naja, das weiß ich nicht. Ich hoffe, dass das aushält, der Stuhl. Zumindest bei mir. Das ist natürlich pointiert und man merkt natürlich auch die Angst der Privaten, genau vor diesem Angebot aus dem Beitrag von Herrn Thoma. Ich darf das sagen, wir sind gut befreundet. Insofern ist das nicht in der Durchsage. Nein, ich glaube, man muss einfach versuchen, das, was man auch mal machen muss, ich lasse die Kosten mal weg, das ist den öffentlich-rechtlichen Anstalten mal etwas zu geben, was sie neu machen, wo sie auch mal was probieren. Und wenn es dann nicht klappt, dann stellt man es halt wieder ein. Denn dass wir irgendwo was in Beton gießen und versuchen, so jetzt muss also die nächsten 40 Jahre muss ich jetzt diesen Sender geben, so ist das Ganze nicht gedacht, sondern entweder es wird ein attraktives Angebot und dann ist es den Jugendlichen, glaube ich, auch egal, ob es öffentlich-rechtlich oder privat ist, sondern wenn das ein attraktives Angebot wird, dann wird es von den Jugendlichen akzeptiert werden und wenn es gut ist, dann wird es auch dazu beitragen, was hier von Harling schon gesagt hat, nämlich dass es irgendwo einen Mehrwert generiert. Und wir haben ja eben im Gegensatz zu den Privaten, wenn man sich das nachmittags anschaut, lieber Herr Professor Thoma, haben wir bei den Öffentlich-Rechtlichen noch irgendwo einen Mindeststandard, den wir bedienen müssen. Und das ist etwas, was ich glaube, was tatsächlich mal aller Ehren wert ist, etwas zu machen, was gleichzeitig ein relativ hohes Niveau hat, aber trotzdem noch die Menge erreicht. Ich glaube, Sie sehen den Nachmittag nicht. Da wird also beispielsweise eine Kamera in hochsubventionierte Tierparks gehalten und gesehen, wie die kleinen sozusagen Elefanten und Nashörner sich... Das ist richtig. Nur wenn ich Berlin bei Tag und Nacht sehe oder wie das heißt, dann ist das ein Zoo, der bei den Privaten gefüllt wird. Und das ist der Unterschied, Herr Professor Thoma. Sage, es sind öffentlich-rechtliche Nashörner. Okay. Ich liebe diese Runde. So, ich möchte gerne wissen, hier, Professor Dr. Otto Altendorfer, jeder kennt Sie hier, Sie sind Professor für Medienpolitik und man nennt Sie auch den Mastermind. Das habe ich mir nämlich sagen lassen. Deswegen würde ich jetzt gerne noch mal wissen, was Sie dazu zu sagen haben. Ja, ich denke, dieses neue Konstrukt ist ein typisch öffentlich-rechtliches Konstrukt. Man sieht in den traditionellen Medien laufen, den Öffentlich-Rechtlichen, die Jugendlichen sind schon davon gelaufen. Man spricht ja darum, ob der MDR, ob man den Durchschnitt beim MDR-Fernsehen von 78 auf 77 drückt oder die Tagesschau ein Durchschnittsalter von 68 oder 67 hat. Und dann hat man sich natürlich Gedanken gemacht, typisch öffentlich-rechtlich,
3 Jahre Gremienarbeit, 3 Jahre politische Arbeit und man ist zu der Erkenntnis gekommen, man muss im Internet das Fernsehen neu erfinden. Eigentlich war man gegen das Internetfernsehen, sondern man hätte es klassisch wieder gemacht. Man hätte dann die typische Art und Weise wieder gemacht, diese Berufsjugendlichen, die normal Fernsehen machen im Öffentlich-Rechtlichen, die hat man dann in das neue Kanal transportiert und man schreibt dann den Jugendlichen sozusagen vor, was sollen sie denn im Internet eigentlich jetzt Fernsehen anschauen. Das ist wieder die typische Überlegung der Medienpolitik. Die Politik spielt eine ganz große Rolle, wobei ich denke, dass die Politik, Ausnahmen bestätigen die Regel, die meisten gar nicht wissen, dass es im Internet Fernsehen gibt. Aber viele haben es irgendwann einmal gehört und dann ist viel Geld da, also muss man auf den Dreh raufspringen. Ich denke, so ist zurzeit der Stand der Dinge und wenn es nicht klappt, hat man halt ein paar, was weiß ich, 20, 30, 50 Millionen verbraten, der Gebührenzahler zahlt schon. Okay. 45 sind es offiziell, gerne. Richtig? Die Ministerpräsidenten haben gesagt, es darf nicht mehr als 45 Millionen Euro kosten. Wie viel es dann im Detail werden, ist noch nicht verhandelt. Am Tag. Das sind Kosten, die bezahlt sind. Ich finde auch, dass Menschen, die dafür zahlen, einen Anspruch haben, dass Programm für sie gemacht wird. Also insofern, wenn zugegebenermaßen zu wenig junge Leute öffentlich-rechtliche Inhalte konsumieren, finde ich es eigentlich eher angemessen zu sagen, dann geben wir einen Teil des Geldes, was sie ja bezahlen, ohnehin bezahlen müssen, dann für Programm aus, was für sie gemacht ist. Also insofern verstehe ich die Kritik nicht ganz. Es ist so ein bisschen, zum Warmwerden ist ja schön, so erstmal so die Plattitüden abzusondern. Aber ich finde, das Konzept ist ein anderes. Das Konzept ist, dass junge Menschen einbezogen werden. Es geht nicht darum, dass irgendwie graue Herren an grünen Tischen im Jugendwahnprogramm machen, sondern es geht genau darum, das System zu öffnen für junge Leute, für auch all die, die in den Häusern arbeiten. Es gibt eine ganze Menge junger, medienschaffender, gut ausgebildeter Menschen unter 30 Jahren, die Lust haben, Programm zu machen, was eben über das hinausgeht, was man kennt. Also insofern, glaube ich, gibt es viele gute Gründe zu sagen, lasst sie mal machen und dann gebt ihnen einfach mal die Chance zu zeigen, dass sie es können. Absolut, aber warum... Absolut. Aber warum macht man das nicht im normalen Programm? Also warum muss es davon wieder einen erneuten Jugendkanal geben und warum müssen dann andere, also eben 1plus und ZDF Kultur dran glauben? Warum traut man sich das nicht? Naja, also Sie können mir glauben, dass ich traurig bin, dass 1plus dran glauben muss, weil da arbeiten Menschen, die jetzt auch nicht genau wissen, wie es mit ihnen weitergeht, für die ich verantwortlich bin. Es war ja genau die Verabredung, dass man 3 Kanäle einstellt, um damit ein neues Angebot zu finanzieren. Jetzt ist eins übrig geblieben, aufgrund höherer Erkenntnisse der Medienpolitik, die vielleicht Herr Dr. Beermann auch noch erklären kann. Aber insofern geht es ja nicht darum, ein neues Angebot zu schaffen, sondern genau der Auftrag war ja, strukturiert die Digitalkanäle neu, sortiert das so, dass da auch Angebote entstehen, die ein klares Profil haben und dass man die Mittel effektiver einsetzt. Da sind wir jetzt auf dem Weg dahin. Also es werden 2 Kanäle eingestellt, um ein neues Online-Angebot zu starten. Also es geht nicht darum, jetzt auszuweiten, sondern im Gegenteil. Ich habe noch mal eine Rückfrage zu den 45 Millionen. Die Finanzierung ARD übernimmt 30 Millionen, ZDF 15 Millionen. Wenn 1plus eingestellt wird, ist das ja für die ARD extrem schlecht. Die haben dann gar nichts mehr. Wieso ist die Verteilung 30 Millionen, 15 Millionen? Schauen wir mal. Ich glaube, dass einfach nach diesen ganzen neuen Rahmenbedingungen, die Politik uns da gesetzt hat, einfach über die Finanzierung neu gesprochen wird. Aha. Und dann gucken wir mal, was am Schluss wirklich bei rauskommt. Okay. Katrin Ruther, auch bei uns. Endlich. Sorry, du bist auf heißen Kohlen. Wir haben uns auch schon ich mag Männer, die unken. Das stachelt mich eher an, aber ich freue mich auf deine Frage jetzt. Ich habe mich zusammengerissen die ganze Zeit. Erst würde ich gerne einmal wissen, wirklich Leiterin vom Entwicklungslabor MDR, was genau macht ihr da? Ja, was genau machen wir? Also der MDR hat das Entwicklungslabor seit 1,5 Jahren, war Bergfest jetzt gerade und ihr habt vielleicht den Begriff Entwicklungslabor auch schon mal gehört mit dem SWR, verbunden mit 1plus dort, viel größeres Entwicklungslabor, wir sind zu dritt und was wir tatsächlich machen, ist neue Formate entwickeln, aber auch neue Produkte, also damit sind Apps gemeint zum Beispiel. Wir haben auch zusammen, das ist Christoph, mein Kollege übrigens, die Hallo andere Christoph. Hälfte, in Verbindung zum neuen Jugendangebot da auch viel gearbeitet, ein Testformat mal für den MDR gemacht, also das ist so eine Sache, was so unsere Arbeit ist, die ist noch ein bisschen mehr.
Und warum bist du jetzt so auf heißen Kohlen? Was wolltest du unbedingt loswerden? Naja, also ich finde das immer lustig, wenn Männer, die nicht die Zielgruppe sind, oder Frauen, die nicht die Zielgruppe sind, sagen, ach ja, die jungen Berufsjugendlichen und die sollen mal. Also ich finde halt, wenn man sich das öffentlich-rechtliche Programm anschaut, dann holen wir doch mich, also ich bin gerade noch Zielgruppe und auch alle Menschen, die hier sitzen, die Jungen, ich sehe euch so schlecht, weil es dunkel, eigentlich doch nur über die jungen Wellen ab bislang, oder? Also das haben wir momentan im Fernsehen, schaffen wir es nicht, weil da einfach Formate sind, die sprechen mich, die sprechen uns einfach nicht oder nur teilweise an. Und ich glaube halt, dass das Jugendangebot eine totale Chance ist, auf Plattformen stärker zu werden, wo wir momentan einfach noch nicht so gut sind. Also da auch einfach mit uns zu reden, wo wir sind, auf Tumblr, auf Facebook, auf Twitter und eben nicht zu sagen, ach kommt mal zu uns, wir haben hier ein total schönes Online-Angebot für euch. Ne? Also ich würde schon auch dafür gerne sprechen wollen, dass so ein Jugendangebot nicht heißt Webseite, sondern halt wirklich zu sagen, okay, wir gehen dahin auf die Plattform, die die Jugendlichen, also wir, ich würde jetzt immer mal wir sagen, weil ich finde es immer so komisch zu sagen, die Jugendlichen eben auch nutzen und wo sie eben sind. Aber was für eine Chance hat man denn gegen die Multichannels zum Beispiel? Was hat man für eine Chance? Was meinst du mit Multichannels? Genau, Networks, mit YouTube. Mit verschiedenen YouTubern, ja, die man bündelt. Was hat man für eine Chance? Ich meine, ihr habt auch viel Sputnik Jump. Ihr macht das ja an sich schon. Warum bündelt man denn nicht diese Energien und macht daraus einen Jugendsender? Warum muss man wieder was Neues machen, anstatt das zu nutzen, was man sowieso schon hat? Also ich glaube, ich würde gerne mal voranschieben. Das kann wahrscheinlich Alexander noch besser erklären. Das ist sozusagen tatsächlich eine Konzeptionsphase jetzt. Ne? Also wie wird das nachher aussehen? Ich glaube, wenn wir da heute drüber sprechen, dann wird es viel Kartenleserei und am Ende denken alle, die haben ja gar nichts Konkretes gesagt. Deswegen vielleicht konkret auf die Frage, was machen wir anders momentan noch als die Multichannels? Also wenn wir halt erfolgreiche YouTuber sehen, dann sind die gerade in diesem, wir sind auf verschiedenen Plattformen unterwegs, kommunizieren auf Augenhöhe, nehmen die Nutzer ernst, total stark. Von denen können wir super viel lernen. Warum? Weil sie alles selbst machen. Ne? Also wo wir einen großen redaktionellen Aufbau haben, kommunizieren die YouTuber selbst, verteilen ihre Produkte, haben vielleicht einen, der mal die Kamera hält, aber die haben so sehr ein Produkt aus einem Guss und ich glaube, das sind so Mechaniken, die können wir halt nehmen und können uns die anschauen, weil du jetzt MDR Sputnik, MDR Jump angesprochen hast. MDR Sputnik hat da massiv investiert in YouTube, auch in eigene Formate, sei es beispielsweise Textmarker, da erklärt Sissy Metzger, das ist eine Moderatorin, was steckt eigentlich hinter Songs, ja, aber auch Studiokonzerte, aber zum Beispiel beim Hochwasser haben die auch sehr viel tagesaktuelle, ernsthafte Berichterstattung gemacht und sind da auch dabei, das auszubauen. Im MDR ist YouTube für uns wichtig, da sind wir auch dabei sozusagen, haben gerade einen Workshop gemacht, wie produziert man erfolgreich für YouTube. Das kommt schon, ja, bloß wir haben sozusagen nicht zeitgleich mit den Multichannel-Networks da angefangen. Mir brennt da trotzdem die Frage auf den Lippen, was wird denn aus Sputnik? Also was passiert denn dann damit? Ja toll, wird's blitzen und blinken. nee, also das ist schon eine Sache. Wir sind ja im Strategieprozess der MDR. Das ist, glaube ich, auch kein Geheimnis, wissen wahrscheinlich die meisten hier. Und da gibt es eine Arbeitsgruppe, die sich mit Jugendangeboten innerhalb des MDRs beschäftigt. Und da ist einfach Sputnik ein ganz großer Anker und ein ganz großes Pfund, weil die es halt eben schaffen, uns halt bislang anzusprechen. Das heißt, die gibt es auf jeden Fall weiter und die wird es bestimmt noch größer und besser und schöner geben. Herr Amlung, an Sie nochmal die Frage, welche Rolle wird dann ZDF Neo eigentlich spielen? Ist das dann eine Doppelstrategie, die da gefahren wird oder was passiert da? Nee, ist eine etwas andere Zielgruppe. Neo geht im Prinzip im Kern auf 30-49. Das Jugendangebot ist 14-29. Und wenn man sich anschaut, wie doch eben die Lebenssituationen in diesen beiden Altersgruppen doch sehr verschieden sind, glaube ich kaum, dass man das auch wiederum mit einem Angebot machen könnte. Wir haben, als wir Neo eingerichtet haben, lange überlegt, ob wir die Zielgruppe von Neo jünger setzen sollen als diese 30-49, die wir heute haben, haben uns bewusst dagegen entschieden, weil wir es schlichtweg nicht für durchführbar hielten. Und ich meine, im Hintergrund auch, Sie hatten vorhin gefragt, warum packt man es nicht einfach in die existierenden Kanäle stärker rein? Das geht, glaube ich, einfach auch deswegen nicht, weil sich gerade im Fernsehen eben das Nutzungsverhalten extrem fragmentiert. Ich meine, der stärkste Sender, wenn man Gesamtmarktanteile anschaut, hat irgendwie vielleicht nur 14% in Deutschland. Und die Tendenz ist fallend. Und wenn man sich nur die jüngeren Publika anschaut, ist die Fragmentierung sogar eher noch ein bisschen stärker. Und jetzt kommt das Internet dazu und all diese ganzen neuen Möglichkeiten, Fernsehen auf Abruf anzuschauen und so weiter. Also es wird einfach immer mehr. Und insofern ist diese Idee, die Fernsehen einfach immer hatte, dass man es irgendwie schafft, dann doch genügend irgendwie so da in einen guten Ablauf zu wursteln, dass man ganz viele Leute erreicht. Diese Idee wird nach und nach zurückgehen.
Bei großen Events und im Sport wird das immer noch gehen. Aber so als allgemeine Idee, dass das die Leitidee des Fernsehens ist, diese Zeiten, glaube ich, sind vorbei. Und wenn man das mal akzeptiert, dann ergibt sich auch, dann ergibt es keinen Sinn, zu versuchen, jetzt das Fernsehen so zu modernisieren, dass man plötzlich auch die Jüngeren damit wieder erreichen kann. Das wird man nicht schaffen. Und die Alternative kann dann eben nur sein, dass man mehr Angebote macht, eben nicht nur einen Kanal, wie das ZDF früher aufgestellt war, sind ja schon mehrere Kanäle, Neo, Info. Und dann landet man in der Logik auch dazu, dass man die Altersgruppe 14, 29 auch mit einem eigenen Angebot bedienen muss. Könnten wir jetzt noch überlegen, mit den Stärken, die die ARD im Jugendbereich im Radio hat, ob man es daraus eben entwickeln könnte. Aber nur aus dem Radio das zu entwickeln, glaube ich, ist auch nicht zeitgemäß. Aber trotzdem habe ich jetzt noch nicht wirklich eine Vision, warum ich das jetzt nutzen soll. Was ist anders? Das muss aus den Inhalten kommen. Ja, eben. So. Was passiert? Also da muss man ja noch schon irgendwie, ja, da muss man auch irgendwie einen Plan haben, was da jetzt passiert, oder? Ja, aber das haben die Kollegen auch schon also gesagt. Ich verstehe, dass man keine Wischiwaschi-Aussagen machen muss. Ja, aber das ist, man muss sich doch, wenn man so eine Entscheidung trifft, dann macht man sich doch Gedanken darüber, was da wirklich, was man alles bündelt und was da wirklich laufen kann. Warum YouTube wird sich ja nicht verdrängen lassen? Oder die andere Frage, wird sich YouTube verdrängen lassen? Nein. Ja, also was geben wir den Jugendlichen an die Hand, warum sie das gucken sollen? Also ich frage jetzt wirklich so provokant. Naja, aber also jetzt bist du ja wieder beim Gucken, ne? Also das ist halt so die Frage, oder Entschuldigung, jetzt bin ich dir ins Wort gefallen, aber die Frage ist halt, was sind sozusagen Inhalte, wo wir sagen, die passen für die Zielgruppe, was müssen wir neu produzieren, was kommt irgendwie dazu und wo bringen wir es irgendwie hin und wie wird das Gefäß dafür sein? Ne? Also es hilft dir jetzt ja nichts, wenn wir irgendwie sagen, wir bauen irgendwie einen tollen Blog und da speisen wir dann alle Inhalte ein. So, ne? Das ist irgendwie unseriös, das jetzt zu sagen. Ich glaube aber, was halt wichtig ist, weil immer diese versteckte Frage kommt, macht es doch in anderen Programmen. Also ich glaube, wenn ich jetzt mal hier den Flügel irgendwie anschaue und irgendwie sage, welche MDR-Fernsehprogramme schaut ihr täglich, dann bin ich mir sicher, dass die nicht sagen werden, wir schauen MDR Garten. Ja, also das, wer schaut hier MDR Garten? So, ich möchte es gerne anders. Enttäuscht mich nicht. Christoph. Dein Kollege Christoph. Ich schaue MDR Garten übrigens auch, weil es auf Daily Me ist. Nee, ich meine damit, ich glaube, du musst ein klares Produktversprechen geben. Und das Produktversprechen gibst du nicht, indem du sagst, wir haben jetzt in jeder Sendeachse im öffentlich-rechtlichen Fernsehen auch einen Beitrag für Junge. Sondern ich glaube, du gibst ein Produktversprechen, indem du sagst, wir produzieren Inhalte für euch, die euch interessieren, aus eurer Lebenswelt, ja, die sozusagen wichtig sind. Und dann halt zu schauen, wo sollen die hin? Da muss ich aber ganz ehrlich sagen, das ist für mich gerade eigentlich, wie sollen die dann auf die Plattform kommen oder wie sieht diese Plattform aus, dieses Gefäß? Das ist für mich gerade noch so sekundär, sondern für mich ist eigentlich eher wichtig, welche Inhalte sollen dahin. Ne? Mhm. Also die müssen wir identifizieren und sagen so, das ist ein Format, das läuft gut oder da sind wir noch schwach, da muss man irgendwie was Neues machen, weißt du? Okay, jetzt wieder zu dieser Seite. Sehr schön, kann ich gut sehen, sehr gut sogar. Super. Jetzt würde ich gerne wissen, Herr Thoma, ich meine, hier wurde ja eigentlich schon bewiesen, auch mit ZDF Neo, es funktioniert ja. Also hier wurden wirklich Moderatoren groß gemacht, Joko Klaas, Palina, es funktioniert ja. Warum soll es nicht funktionieren? Was funktioniert? Mit dem Jugendkanal. Warum soll das nicht funktionieren? Warum naja, wird das nicht? Wie Sie behaupten, dass Neo funktioniert, ja, ich meine, woher wollen Sie das ableiten? Wenn Sie die Reichweiten sich anschauen, das sind also, glaube ich, 0,5 bis 1%. Aus dem kann man überhaupt nichts ableiten. Das ich glaube, 1,5. Wir sind jetzt von 0,1 auf 1,5. Also ich sag mal, naja, in Einzelfällen kommt es einmal vor, ja. Aber sonst im Durchschnitt bei Weitem nicht. Also was ich nur sagen will, man kann nicht einmal feststellen, wem Sie erreichen. In einer Zielgruppe kann man bei dieser kleinen Fallzahl überhaupt nicht herauslegen. Das kann man behaupten, aber nachweisen kann man nichts. Also das heißt, das Ganze ist so theoretisch, auch wenn ich mir das so anhöre. Ich meine, ich habe ja doch als die längste Erfahrung und ich habe schon mal einen Fernsehsender auch geschaffen, der ganz gut funktioniert hat, also von null. Und muss einmal sagen, wenn Sie Fernsehen, so kompliziert ist es nicht. Ich habe das ja mit dem, dieses Jugend keine Programme hat, das habe ich schon lange festgestellt. Darüber haben Sie unterhalten, das war der Plan mit VolksTV, das hat nicht funktioniert, aus verschiedenen Gründen. Ich mache das jetzt mit, nachdem man immer sagt, für die Jugendlichen gibt es nichts, haben wir gesagt, da machen wir einen Nix-Kanal. Das heißt, im Grunde genommen ist das ein Kanal,
innerhalb von NRW TV, das der größte private Regionalkanal ist in NRW, ungefähr die Größenordnung von den Regionalprogrammen von Sat.1 und RTL hat, also ganz ordentlich, dort ein Programm von 2 Stunden zu machen. Und das habe ich folgendermaßen gemacht. Ich habe schlicht und einfach die führenden, in Köln führenden Medienschulen, also Fresenius, Macromedia und SAE, glaube ich, heißen die, angesprochen und gesagt, schickt mir da mal 40 Leutchen, die ihr glaubt, die können das, Studenten, die weitgehend fertig sind. Und dann schauen wir uns einmal, mit denen habe ich das besprochen, gesagt, Leute, ihr habt jetzt 6 Wochen Zeit, bereitet es vor und macht ein 2 Stunden Programm täglich, Montag bis Freitag. Am Wochenende kannst du zum Beispiel einen Jugendkanal vollkommen vergessen, weil die Jugendlichen am Wochenende ganz was Vernünftigeres vorhaben, als wie fernzusehen. Also das kann man eh schon gleich streichen. Aber das habe ich auch gemacht und habe gesagt, Montag bis Freitag. Gut. Und die haben das sich geübt und getan und heute machen sie es. Und es sind 14 übergeblieben, auch im technischen Bereich, die heute ein Programm erstellen von 2 Stunden. Das heißt, es ist ja ganz einfach. Ich sage, macht ein Programm für euch im Grunde genommen. Was würde euch gefallen? Ich kann es nicht beantworten. Ich bin ein bisschen drüber raus über die Zielgruppe. Aber die können es. Ich habe ja damals einmal eingeführt, die 14 bis 49-Jährigen. Da war ich knapp noch drinnen, aber sonst, im Grunde genommen, das muss ich jetzt denen überlassen, die das können. Und wenn ich dann höre von Experimenten und Ausprobieren, ja meine Güte, Fernsehen ist doch nicht so kompliziert. Das ist doch nur ein Unterhaltungs- und Informationsmedium. Was wollt's denn dafür? Allein wenn ich mir vorstelle, was da wieder an Hierarchen unterwegs sind, was da an Aufwand betrieben wird. Ich meine, ganz im Jahr. Das heißt, was brauche ich da? 45 Millionen? Das ist ja nur im Jahr gedacht. Das ist ja nicht immer, sondern das brauchen die jedes Jahr, die würden im ersten Jahr schon pleite gehen, wenn sie den Markt überlassen würden. Also das heißt, es ist wieder Gebühren. Wozu denn? Was könnte man da alles in Bewegung bringen an neuen Kanälen, wo man all diese Studenten unterbringen könnte, die wirklich Fernsehen machen wollen? Ich würde gerne gleich an Herrn Dr. Beermann übergeben. Kurze Frage, nur damit ich das jetzt einmal in einem Satz habe. Herr Thoma, heißt das, die Jugendlichen sollen auch einfach das Programm machen, weil das würde ja grundsätzlich nicht funktionieren. Hier funktioniert das toll, aber ob das im realen Leben... Ja, warum nicht? Das ist, glaube ich, schwierig, oder? Also, ich kann das erzählen nicht dazu. Ja, bitte, einmal kurz und dann bitte einmal, Herr Dr. Beermann. Also das, naja, also ich muss gestehen, ich hatte leider noch keine Gelegenheit, nichts zu gucken. Ich habe aber einige. Was glauben Sie, wie ich RTL begonnen habe? Ich habe auf dem Hörfunk 25 Leute herausgeschollen, die ich nicht unbedingt im Hörfunk gebraucht habe, weil sie gelispelt haben oder ähnliches. Und die habe ich zum Fernsehen gesagt, jetzt macht's einmal Fernsehen. Das ist das mit, und das, die Hauptsache ist, er erfüllt den ganzen Bildschirm, es bewegt sich was in Farbe. Und die Leute schauen zu. Und siehe da, sie haben so zugeschaut, dass wir mit einer Reichweite von 70%, also technische Reichweite 70, die anderen hatten 100%, ARD und ZDF übertroffen haben nach im Jahr 1992 war es. Also das heißt, es hat toll funktioniert. Absolut. Alle Innovationen sind von dort gekommen. Vom Öffentlich-Rechtlichen mit seinen 22.000 bei der ARD und 3.500 beim ZDF ist nichts gekommen. Das stimmt. Deswegen nichts. Genau, aber bei nix habe ich jetzt zum Beispiel gelesen, dass es eher, das ist jetzt nicht meine Meinung, sondern in den Artikeln stand, dass es eher so ist, dass sich ein paar Jugendliche auf eine Couch setzen, 2 Stunden eine Kamera draufhalten, dass da nicht wirklich Inhalt rüberkommt. Also finde ich jetzt auch ein bisschen gefährlich zu sagen, wir lassen jetzt einfach mal so gucken. Warum denn nicht? Was passiert denn bei diesen ganzen Talkrunden beim Öffentlich-Rechtlichen? Da sitzen die Leute auf der Couch und es kommt nichts raus. Sehr schön! So, bitte einmal. Ich wollte sagen, was wir halt schon brauchen in dem System sind halt Mentoren und Leute, ich glaube im Englischen würdest du Enabler sagen, oder? Also die dir auch die Chance geben, weil das ist nun mal so. Also ihr kennt Hierarchien, das ist an der Uni wahrscheinlich gleich wie im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und wir haben in diesem ganzen in der Planungsphase für dieses Jugendangebot beim MDR zum Beispiel mal ein Format ausprobiert, bei Sputnik auch angedockt, Top of the Day hieß das, und haben gesagt, okay, das machen jetzt alle Leute auch, die mal nur so alt sind wie die Zielgruppe.
Zielgruppe und tatsächlich irgendwie online first ausspielen, versuchen bei jedem Inhalt zu schauen, wo passt der hin, auf jede Plattform gehen, die Nutzer mitbestimmen lassen und so weiter. Da kann wahrscheinlich Alexander ganz viele Formate aufzählen, die der SWR auch in diesem Sinne sozusagen ausprobiert hat, und das braucht es halt. Ne? Also egal, ob es halt am Ende, ob Helmut Thoma draufsteht oder Frau Professor Wille, ne? Du brauchst halt jemanden, der sagt, hier hast du, mach mal. Und ich glaube schon, dass dieses Mach mal, deswegen sehe ich das auch als Chance mit dem Jugendangebot, einfach wichtig ist. Also man kann es ja auch so rumdrehen und kann sagen, die Politik hat uns da was geschenkt, nämlich zu sagen, du produzierst ein Angebot, was online einfach sehr stark ist und was mit der Zielgruppe auf Augenhöhe ist. So, ne? Also gar nicht immer so sagen, das hat jetzt nicht geklappt. Also ich glaube, das ist einfach eine Chance für uns auch, also für uns Junge auch. Also man braucht mehr mutige Menschen, das sowieso. Klar. Jeden Tag. Herr Dr. Beermann, Sie wollten noch was sagen, bitteschön. Frau Ruth hat alles gesagt und viel besser, als ich es hätte sagen können. Ich glaube, man muss zwei Dinge auseinanderhalten. Das eine ist also immer diese 45 Millionen. Also wir müssen jetzt erstmal warten, bis das Konzept steht, und dann steht da bis zu 45 Millionen. Wir wissen von der BBC, der erste Ansatz mit einem Kanal hat über 80 Millionen gekostet. Dann hat man den Kanal weggenommen, weil man gesagt hat, den akzeptieren die Jugendlichen nicht. Und jetzt ist man, glaube ich, ein bisschen drunter. Also da muss man erstmal das Konzept haben. Das zweite ist, dass es nicht nur darum geht, Fernsehen zu machen oder Rundfunk zu machen, sondern wir hatten ja diesen berühmten Trailer, den wir gesehen haben in Stuttgart, wo unter anderem eben auch ein Jugendangebot gemacht wurde, nur um es mal plastisch zu sehen. Also ich weiß jetzt nicht, ob es öffentlich-rechtlich ist, Herr Professor Thoma, nicht, dass Sie gleich wieder über mich herfallen, sondern da ging es also darum, dass zum Beispiel auch im Rahmen dieses Jugendangebotes mal für den Samstagabend oder für den Sonntagabend der Einzelne sich einloggen kann und ihm dann also die vier schärfsten Partys des Abends in seiner Umgebung gezeigt werden. Das heißt also, es geht nicht mehr nur darum, dass ich einen Kanal mache, sondern das, was eben Herr von Harling, glaube ich, auch der Pfann hat und Herr Amlung auch, das ist mal zu sehen, was überhaupt noch medienmäßig in der Beziehung zwischen Jugend und einem Medienangebot passiert. Punkt. Das Zweite, und da bin ich voll bei Herrn Professor Thoma, man muss einfach anfangen, und das, glaube ich, ist auch das, was zum Schluss entscheidet, Content is King. Das heißt, man muss ein inhaltlich gutes Angebot machen. Das heißt, bevor ich mich über Formate und alles Mögliche unterhalte, muss ich einfach sagen, ich brauche einen Entwicklungsprozess, und das hat Frau Ruther ja auch gerade beschrieben, wo ich tatsächlich die Zielgruppe nicht nur erreiche, sondern wo ich sie einbinde. Und da, denke ich, muss man dem Genie Helmut Thoma einfach mal folgen und sagen, fangt's halt an und macht's mal. So, und dann meine ich auch, muss man im öffentlich-rechtlichen Bereich sagen können, wenn es dann nach einer Zeit nicht klappt, wir geben über 7,5 Milliarden aus im öffentlich-rechtlichen Bereich, ob das gut ist oder nicht, sei mal dahingestellt, ob das gut ist oder nicht, sei dahingestellt. Aber davon mal bis zu 40 Millionen in die Hand zu nehmen, um mal für so ein Experiment auszugeben, ich finde, das sollte sich Politik trauen. Wir als Politik, ich bin ja nicht mehr Politiker, ich bin ja Rentner im Moment, aber wir als Politik haben das getan, und ich finde, das ist auch so in Ordnung, das muss man mal akzeptieren. Also es ist jetzt fast der Eindruck entsteht, als würde die Öffentlich-Rechtlichen das Fernsehen im Internet oder die Unterhaltung im Internet neu erfinden. Es ist nichts da, machen wir große Projekte, erfinden wir alles, und man sagt den Jugendlichen, was sollen sie im Internet anschauen. So ist mir der Eindruck. Grundsätzlich ist halt wirklich meiner Ansicht nach die Frage, es berührt natürlich auch schon das duale System. Wenn ich sage, ich gehe gebührenfinanziert an alle möglichen neuen Formate, an alle Kleinzielgruppen von 10 bis 12, von 12 bis 13, von 14 bis 16, überall mache ich neue Kanäle und Plattformen und alles gebührenfinanziert mit einem Wust von Geldern im Hintergrund. Und wenn es nicht klappt, einstellen wird es natürlich niemand. Es wäre neu im öffentlich-rechtlichen System, dass Kanäle oder Fernsehprogramme eingestellt werden, wird man halt wieder was Neues machen. Und ich denke, dann ist schon die Frage, die einen machen das Ganze gebührenfinanziert, und die anderen müssen das Ganze quasi werbefinanziert machen. Das ist schon eine gewisse Dissonanz in der ganzen... Absolut ein Ungleichgewicht. Vielleicht können Sie dazu noch mal was sagen, Herr Dr. Beermann. Es gibt ja auch diese 7-Tage-Regelung. Was ist das genau? Die wurde ja jetzt auch ausgeknipst sozusagen. Jetzt für also, den, das für heißt, dass man also das aktuelle Programm 7 Tage relativ leicht auffindet, dann wird es verschoben in die entsprechenden Archive. Herr Altendorfer, Sie haben recht. Und gleichzeitig ist das Old Fashioned. Ich glaube nicht, dass wir dauerhaft mit diesem legalistischen System, was Sie beschreiben, dass wir damit auskommen. Das ist nicht die Frage, die einen machen subventioniert, die anderen machen es nicht subventioniert, sondern was sind die Inhalte, wie sieht das Geschäftsmodell aus? Das heißt, ich muss mir mal darüber Gedanken machen, dass ich als Öffentlich-Rechtliche kein Geschäftsmodell mache, womit Private Geld verdienen. Das ist für mich die Testfrage. Soweit sind wir noch nicht, das ist die nächste Stufe. Aber ich glaube, wir kommen dahin,
Denn es ist einfach die Frage, ob ich im öffentlich-rechtlichen Bereich dann, womit man anschließend nicht nur Werbung macht, sondern wo man Verkauf macht, wo man ganz andere Angebote macht, wo man Jingles verkauft, wo ich da sage, das ist den Öffentlich-Rechtlichen natürlich nicht erlaubt. Das wird man in die Beauftragung auch reinschreiben. Auf der anderen Seite aber der Politik, die jetzt mal sagt, wir gehen mal einen Schritt weiter nach vorne, ne, zu sagen, jetzt testet das doch mal aus, wir machen eine Beauftragung, tut das doch mal im Internet, ist auch ein bisschen präventivgerichtlich gedacht. Denn was ist der Politik passiert? Die Öffentlich-Rechtlichen haben uns immer zum Bundesverfassungsgericht gezerrt und haben gesagt, hier Entwicklungsgarantie und was weiß ich nicht alles. Und das hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, die haben recht, also muss man den Öffentlich-Rechtlichen eine Entwicklungsgarantie geben. So, die Privaten sind immer nach Brüssel gereist, ist das Essen besser, und haben dann also uns bei der Kommission verpetzt und haben gesagt, so was die da machen, das ist ja hochsubventioniert, am liebsten möchten wir gar keinen Fernsehen haben, ja, sondern das wird alles nur privat gemacht. Dazwischen ist die Politik lange Jahre relativ unbeweglich gewesen. So, jetzt haben wir mit dieser kleinen Geschichte, glaube ich, uns auch ein Stück wieder politische Gestaltungsfreiheit geschaffen. Und der nächste Schritt, und da gebe ich Ihnen recht, Herr Altendorfer, muss sein, wir müssen von diesem Modell, dass also die Öffentlich-Rechtlichen die Privaten gefährden, müssen wir runter. Sondern der Professor Thoma muss die Möglichkeit haben, über sein Geschäftsmodell, wie er Jugendliche anspricht, Geld zu verdienen. Und das Geschäftsmodell, so wie Herr Professor Thoma das strikt ist tabu für die Öffentlich-Rechtlichen. Trotzdem muss ein öffentlich-rechtliches Jugendangebot geben, was sich genau da entlanghangelt. Und das lasst doch die jungen Leute mal machen. Da muss ich aber, wenn ich am Geschäftsmodell bleibe, muss ich auch andere Angebote, die nicht funktionieren oder die die Privaten nachahmen, schließen. Ja, bitte. Ich finde das spannend. Ja, das war ja der Ausgangspunkt. Also der Ausgangspunkt der von Harling war ja nicht, dass wir gesagt haben, wir schließen drei und machen einen. Sondern wir haben etwa für die Digitalkanäle roundabout 100 Millionen im Jahr, glaube ich, haben wir ausgegeben. Mit einer Erreichbarkeit, die Herr Professor Thoma vorhin relativ intensiv beschrieben hat. Und die machen wir, das verändern wir im Grunde genommen. Ja, das ist die persönlichen Nöte der Beteiligten, dass ich jetzt mal raus, ich bin nur auf der strategischen Ebene. Denn das hat ja auch einen Hintergrund. Der Hintergrund damals war der, dass alle gesagt haben, wir brauchen die Buketts. Sie erinnern sich, Herr Professor Thoma. Also haben die Öffentlich-Rechtlichen gesagt, wir machen auch mal ein Bukett, wo ich also Kultur und Kunst und was für junge Leute bei Neo, wo ich das alles mal aufstelle. Darüber ist mit dem Internet die Wirklichkeit weggegangen. Wir brauchen die Buketts nicht mehr. Darüber redet kein Mensch, weil ich im Internet jetzt eine ganz andere Möglichkeit habe, mich medial zu verbreiten und medial die Leute, vor allem junge Leute, anzusprechen. Und da ist es so, Herr Altendorfer, dass es genau andersrum ist, dass wir als Politik sagen, ich als ehemaliger Politiker, die anderen Kollegen immer noch, wir müssen jetzt sehen, dass wir genau das verändern. Und das ist damit ein Einstieg. Das heißt, ich glaube nicht, dass wir auf Dauer es auch der Öffentlichkeit vermitteln können, dass wir 100 Millionen Euro im Jahr an Gebührengelder ausgeben für einen Bereich, der sich seit Jahren in den Zahlen, die Herr Professor Thoma geschrieben hat. Aber das bedeutet gleichzeitig auch, dass damit der öffentlich-rechtliche Rundfunk andere Möglichkeiten haben muss, sich zu entwickeln. Denn genauso wie das Bukett damals oder jetzt schiefgegangen ist, genauso ist es möglich, dass dieses Angebot auch nicht funktioniert. Aber da kann man nicht sagen, wir haben jetzt mal Geld verbrannt oder so, sondern es gibt einen Kommunikationsbedarf von den Leuten, die mittlerweile per Haushaltsabgabe, nicht mal mehr, wenn sie ein Gerät haben, sich daran beteiligen, dass es öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt. So, und dass es öffentlich-rechtlichen Rundfunk geben muss, glaube ich, bestreitet niemand. Gut, außer Professor Thoma bestreitet es niemand, dass es öffentlich-rechtlichen Rundfunk geben muss. Denn wir brauchen dort auch ein Angebot im dualen System. Also ich halte es für sinnvoll. Es gibt kein duales System mehr, weil das duale System hat sich aufgelöst. Es gibt ein duales Alterssystem. Die Alten, die Jungen sind bei den Privaten und die Alten sind beim Öffentlich-Rechtlichen. So weit gibt es noch. Aber sonst ist es komplett aufgelöst. Und die Frage, ich kann das ganz kurz sagen, ich bin, glaube ich, der Einzige, der auch eine öffentliche Karriere hinter sich hat, immerhin als Chef der Rechtsabteilung und Justiziar von 5 Jahren beim Österreichischen Rundfunk. Also das sind die Brahmanen des Rundfunkwesens im Öffentlich-Rechtlichen, die sozusagen die Regeln beherrschen, die Justiziare. Ich kenne das wirklich gut und ich muss sagen, nach all dieser Zeit frage ich mich, ja Leute, was soll das Ganze? Wenn ich mal anschaue, das ZDF überträgt die Champions League. Nun habe ich an dieser Champions League ziemlich viel mitgestrickt. Ich war 6 Jahre im Verwaltungsrat oder beziehungsweise im kommerziellen Beirat der UEFA und habe gesagt, ich kenne die ganzen kommerziellen Hintergründe. Wenn man da weiß, was das kostet, dass das eigentlich nie für Öffentlich-Rechtliche gedacht war, dass das sogar Verpflichtungen hat, Werbung nach 20 Uhr zu senden, das hat das ZDF abgekauft. Das heißt, sie zahlen dafür, dass sie keine Werbung ausstrahlen müssen. Das bemerkt die Politik nicht. Und die großartigen Erfolge ansonsten beim Fußball,
Die Weltmeisterschaft war ein gigantischer Erfolg. Aber bitte schön, wieso? Das brasilianische Fernsehen hat dort die Kamera hingestellt. Das Signal ist über Satelliten nach Genf geklommen, oder wo jetzt momentan das Europäische Zentrum der Europäischen Rundfunkunion ist, und dann an die Sender verteilt worden. Das hätten die auch an RTL oder Sat.1 verteilen können. Das war das gleiche Bild gewesen. Was soll das alles? Wozu brauchen wir das? Wir haben keine Frequenzknappheit mehr, wir haben keine Inhaltsknappheit mehr. Es ist billig geworden, es ist halt preiswerter, ein Fernsehprogramm zu machen, als wie eine Druckerei oder sprich eine Zeitung zu machen. Es ist weggefallen. Alle Grundsätze für das Öffentlich-Rechtliche sind weggefallen. Sie kriegen alles angeboten von überall. Was muss denn rechtetechnisch jetzt alles verändert werden? Und dann würde ich gerne einmal Herrn Amlok zu Wort kommen lassen, bitte. Was muss denn da jetzt alles passieren? Naja, also ich muss bei der Gelegenheit schon einmal kurz noch mal sagen, ja, bitte. Das Bouquet ist für uns wichtig. Und das Bouquet funktioniert auch für uns. Neo und Info haben dafür gesorgt, dass wir in den Altersgruppen 40-49 den Rückgang gestoppt haben und umgedreht haben, den wir seit Jahren hatten. Hat uns bei 50-64 sehr stabilisiert und bei 30-39 zumindest einen Schritt vorangebracht, noch nicht so gut, wie es sein musste. Die Frage letztlich, ob wir öffentlich-rechtliches Fernsehen brauchen oder nicht, da kann man darüber philosophieren oder nicht. Die Politik hat entschieden, dass es das gibt. Dann ist unser Auftrag, das gut zu machen. Solange es ein Gebührenmodell gibt, das als Haushaltsabgabe bei jedem einfach kassiert, ist die Verpflichtung für uns daraus ganz klar, dass wir für jeden was machen müssen. Wir können nicht einfach sagen, so wie das System eben sich entwickelt hat, okay, die Jungen ist halt egal, solange die halt bezahlen müssen, müssen wir denen was geben. Wie könnte die Haushaltsabgabe auch einmal senken? Und nicht sagen, ich muss das Geld unbedingt verbraten, weil es ja da ist. Ich könnte auch sagen, bestimmte Angebote funktionieren nicht, da sind die Öffentlich-Rechtlichen hinterm Mond, also mache ich diese Angebote nicht, das sollen die Privaten machen, die machen es vielleicht besser, also senke ich die Haushaltsabgabe, ich brauche vielleicht dann gar nicht mehr so viel Geld. Ja, aber die ist ja gesenkt. Löst mir das Problem aber nicht. Die Haushaltsabgabe ist ja, die Abgabe ist ja gesenkt worden, das war ja einer der Entschlüsse im März, also insofern, das Thema ist ja erledigt erstmal, ist ja gesenkt. Ich verstehe nicht, warum sozusagen, wo der Vorwurf jetzt, wie der Vorwurf begründet ist, zu sagen, wir nehmen jetzt Geld, um ein neues Programm zu machen, um die anzusprechen, die wir eben bisher nicht erreichen. Da kommt mir die Argumentation irgendwie nicht schlüssig vor, zu sagen, ihr macht ja nur altes Programm, aber macht bitte jetzt kein neues. Also ich verstehe die Logik dahinter nicht ganz, muss ich sagen. Abgesehen davon noch ein Argument, ganz kurz. Soweit ich informiert bin, ist überhaupt sozusagen die Begründung dafür, dass es einen privaten Rundfunk geben darf, dass es eben die Grundversorgung oder dass er so stattfinden darf und veranstaltet werden darf, wie er veranstaltet wird, nämlich auch unter Ausblendung bestimmter inhaltlicher Informationspflichten und so weiter, ist deswegen gegeben, weil es einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt und dass der eine Grundversorgung darbietet, ist überhaupt die Grundlage dafür, dass es einen privaten Rundfunk gibt. Also insofern glaube ich, ist es noch nicht obsolet, schon rein von der gesetzgeberischen Seite. Das könnte nur als Rechtfertigung für den Privaten fungieren. Also das Niedersachsen-Urteil, das Sie ansprechen, Sie haben sich völlig recht, da sind noch ganz andere Entwicklungen inzwischen eingetreten, also dass bei den Privaten zum Beispiel ein Ort Duopol entstanden ist mit 86% Marktdurchführung, also das war ein anderes Thema jetzt. Nur, das bringt mit dem Jugendkanal nichts. Also das heißt, das ist ein ganz anderes Spielfeld. Ich fände es auch spannend, wenn wir mehr über Fernsehen, wie sozusagen der Titel neulich, mehr über Fernsehen und Inhalte für junge Menschen reden würden, als über Sinn oder Unsinn von privatem und öffentlich-rechtlichem. Ich wollte dich auch fragen, Madita, ob wir über Inhalte reden können. Ja, es geht, aber ich merke die ganze Zeit, dass es ja auch eine rechte Frage ist. Also was müsste denn rechtetechnisch passieren und wieso sind überhaupt die privaten Sender sozusagen, aber ist das überhaupt eine Konkurrenz? Warum ist das keine Konkurrenz. Also ich glaube nicht, dass ein Vernünftiger aus dem Privatbereich sagen wird, das ist eine echte Konkurrenz. Das ist überhaupt nichts. Also das können die durchaus noch 20 dieser Kanäle. Die bringen gar nichts, ja, außer Beschäftigung. Aber nur es ist ja unnötig sozusagen, wozu so viel Geld ausgeben. 8,3 Milliarden kommen allein durch diese Abgabe, die jeder zahlen muss, ob er einen Fernsehapparat hat oder nicht. Wenn er ganz blind ist, braucht er nicht zahlen. Drei Viertel blind reicht. Aber dann muss er schon zahlen. Es ist nur, wozu? Und jetzt kommen noch 500 Millionen dazu. Also das sind ja solche gigantischen Beträge. Was könnte man damit alles Vernünftige anstellen? Davon fließen ja nur 2 Milliarden etwa ins Programm. Der Rest ist für den Betrieb der Geldvernichtungsmaschine.
Ich habe, Entschuldigung, ich habe während dieses ganzen öffentlich-rechtlich und Gebühren und sowas getwittert. Gemacht, was ich auch immer mache, wenn ich die Inhalte von Fernsehen schon kenne, dann bin ich gerne online unterwegs und habe mal geschaut, es wird ja viel getwittert, unter anderem wollte mal Stefan Schäfer gerade wissen, das, was ich jetzt mache, mache ich sonst als Twitter-Tussi, wir kennen super. Das ja. Es wird die ganze Zeit nach neuen Inhalten verlangt, welche Charakteristika sollen die denn eigentlich unserer Meinung nach aufweisen? Darf ich antworten? Ja, bitte. Ach, super. Mir fällt halt total oft auf, dass wir irgendwie Fernsehinhalte machen, die irgendwie so wenig Gesprächswert haben, ja, also wo ich mich irgendwie wenig drüber austauschen will. Und ich glaube, das ist so eine Sache, die wir total von den YouTubern irgendwie lernen können, unter anderem, oder auch in den sozialen Netzwerken, also dass uns das ja bewegt und wir darüber reden wollen und Inhalte teilen wollen, die sozusagen wirklich Gesprächswert haben. Und da finde ich halt, ja, also da ist halt Fernsehen Turbo fürs Netz, so, ne, das ist klar. Und das muss aber irgendwie was anderes sein als eine platte Unterhaltung, die keinen Inhalt hat. So, ne? Also ich glaube schon, wir sollten getrieben sein dafür, über was wollen wir reden. Und wir reden nicht über jedes Fernsehformat, also egal wie Hochglanz es produziert ist. Aber was sind denn dann eure Vorbilder? Na, also ich weiß nicht, hat jemand von euch Jan Böhmermann gesehen mit seinem Hitler-Hall beispielsweise? Das war, glaube ich, so eine Geschichte, die war für mich erstmal witzig, weil ich auch YouTuberinnen mit Halls angucke. Deswegen habe ich mir selbst so ein bisschen da den Spiegel vorgehalten. Aber auch das war, glaube ich, was, wo sich viele darüber ausgetauscht haben. Ne? Also ich könnte jetzt eine ganze Liste an, welche Inhalte gefallen mir gut irgendwie. Aber so generell würde ich sagen, was berührt uns tagesaktuell, worüber wollen wir reden? Und das ist eigentlich total simpel. Da werden jetzt alle Fernsehmacher sagen, ja klar, ist ja logisch, dass man das so machen muss, aber ehrlich, also ins Netz bringen wir halt total oft Programmbegleitung, die halt eben keinen Gesprächswert irgendwie erzeugt. Wenn ihr jetzt aber sagt, also alle Beteiligten der Öffentlich-Rechtlichen, wir können auch gar nichts über Inhalte sagen, ist ja trotzdem die Frage, wann setzt man sich zusammen, wann wird man das gestalten und wie geht es jetzt weiter? Also es gibt ja schon Inhalte ein bisschen, wir haben mit 1plus ein paar gemacht. Es ist nicht sozusagen alles jetzt abgeschnitten durch diese Entscheidung und die neue Beauftragung, sondern wir haben es gibt Reiseformate, es gibt politische Formate, es gibt Comedy-Formate, die sich schon abheben von dem, was man sonst sieht, indem sie nämlich einfach gemacht werden von jungen Leuten aus deren Perspektive. Also Beispiel Reise, ich muss nicht nach Barcelona fahren und mir nochmal da sozusagen die Kulturschätze zeigen lassen. Das gibt es hinlänglich in allen Programmen und in allen Reiseführern. Wenn ich aber da von jungen Einwohnern der Stadt an die Hand genommen werde und deren Plätze kennenlerne, ist das was ich als junger Mensch, Entschuldigung, das rede ich jetzt von mir, obwohl ich selber so jung gar nicht mehr bin, aber was sich an diese Zielgruppe richtet, wie komme ich mit wenig Geld dahin und lerne wirklich die Hotspots kennen. Wenn ich Politik betrachte, mal aus sozusagen aus der Brille der mit 20-Jährigen, ist das was anderes, als es Anne Will macht. Und wenn ich Comedy mache, ein Beispiel nur, Stand-up-Migranten 1plus, alles Menschen, die einen Einwanderungshintergrund haben und ihre Sicht der Dinge zugespitzt, pointiert in Stand-up-Comedy darstellen, ist das auch was jetzt andere vielleicht auch übernehmen, aber was es so mit diesem scharfen Profil vorher nicht gab. Als Beispiel dafür, wie wir jüngeres Fernsehprogramm verstanden haben, das jetzt in eine Online-Welt zu übersetzen, braucht ein bisschen und klar ist, dass es da auch nicht nur darum geht, Bewegtbild zu machen, sondern dass es einfach darum geht, in Gesprächen präsent zu sein, ja, dass es darum geht, Aktualität zu spiegeln mit allen Formen, die das Netz bietet, bei Twitter, bei Instagram, mit irgendwelchen Memes oder sonst was. Also da ist ja dann auch die Darstellungsvielfalt eine ganz andere, genau sich das zu erschließen und zwar eben auch wieder nicht aus düsteren Redaktionsstuben, sondern genau mit den Leuten, die es dann auch konsumieren sollen. Ja? Also sich zu öffnen, nochmal das System zu öffnen für junge Menschen und ihre Sicht der Dinge. Das, glaube ich, ist was die Privaten nicht machen, was es so auch im öffentlich-rechtlichen System noch nicht gibt und was die Chance dieses Online-Angebots sein wird. Ich kann man nicht vergessen, Entschuldigung, das ist bitte, ein Punkt. Nee, bitte, das ist zum Beispiel ein interessanter Punkt zu sagen, wie mit Barcelona. Aber Entschuldigung, für all dies gibt es Apps auf dem Smartphone, da kann man das alles erfahren. Also all diese wunderbaren Dinge, die haben die Jugendlichen schon. Die meisten haben ein Smartphone, die ist so. Ja. Also das heißt, das ist im Grunde genommen ja das Missverständnis. Das gibt es ja alles schon. Die suchen sich ja das selber auch schon zusammen. Wozu wollt ihr das jetzt bündeln irgendwie? Ein Unterschied, also wofür das öffentlich-rechtliche System steht und weswegen es eben auch reichlich ausgestattet ist mit Gebühren, ist, dass es neutral ist. Und die Inhalte, die ich da kriege, unterliegen bestimmten in der Auswahl, in der Präsentation Kriterien, die eben nicht werbefinanziert oder von anderen Interessen getrieben sind, sondern
Dafür steht eine Ausbildung und dafür steht sozusagen auch der ganze rechtliche Apparat, das sicherzustellen, dass das, was da präsentiert wird, zunächst mal unabhängig und glaubwürdig ist. Und ich glaube, diesen Unterschied in der Auswahl macht es dann doch aus, ob ich, natürlich gibt es Apps für alles Mögliche, aber nochmal auch diese, die Funktion eines öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu sortieren, Orientierung zu schaffen, Menschen eine Plattform zu geben, sich zu zeigen, aber auch sich selber über die Welt zu orientieren. Dafür sind wir ausgestattet und das ist der Anspruch, mit dem wir da auch antreten. Und das ist Grundversorgung dann? Das ist Grundversorgung. Ich würde einmal gerne wissen, was genau ist denn dann der Bildungsauftrag von dem neuen Jugendkanal? Jugendangebot. Und dann Herr Dr. Beermann bitte und auch alle anderen noch. Mhm. Was genau ist der Bildungsauftrag? Also der Auftrag, nachdem wir uns jetzt noch nach den Rundfunkstaatsverträgen richten, ist ja Beitrag zur öffentlichen und privaten Meinungsbildung, ja? Orientierung. Also es ist natürlich sehr abstrakt und allgemein gesprochen, aber darum geht es, ja. Also das kann man in diesem Paragraphen 11 nochmal sehr schön nachlesen. Der Altendorfer lacht schon, weil er den in- und auswendig kennt. Das ist alles und nichts, da hat er ja recht. Weil Grundversorgung auch alles und nichts ist. Das, was ich glaube, worauf es ankommt, ist einmal die Qualität und zum Zweiten ist mir heute aufgefallen, da hätte man sich vielleicht eher mit Frau Ruther unterhalten sollen. Es ist auch die Frage, ob ich ein Angebot mache, Herr Professor Thoma, oder ob nicht auf einmal öffentlich-rechtlich getwittert wird. Auch aus diesem Bereich heraus. Was übrigens das Geschäftsmodell von Twitter stärken würde und keine Konkurrenz ist, Herr Altendorfer. Das heißt, einfach mal zu sehen, wie ich in die Medien auch reingehe. Das heißt, ausgehend vom Inhalt. Und da muss man einfach sagen, muss ich auch hier die linke Seite in Schutz nehmen, sind wir als Politik noch nicht so weit gewesen, dass wir den Rahmen, also die Beauftragung hätten vornehmen können, weil dann können die erst richtig anfangen zu arbeiten, sondern das muss man abwarten. Und das muss man jetzt in einem gemeinsamen Prozess entwickeln. Das habe ich auch heute gelernt. Es geht also nicht darum, irgendwo eine Plattform zu machen oder jetzt zu sagen, so, das ist jetzt jugendangebot.de oder sonst irgendwas, sondern es geht darum, dass man sich im öffentlich-rechtlichen Bereich Gedanken macht, wie kann ich, und zwar in diesem Rahmen der Beauftragung, ich habe das vorhin ein bisschen karikiert, aber im Rahmen eines öffentlich-rechtlichen Anspruchs, ohne dass ich die Geschäftsmodelle der Privaten beeinträchtige, wie kann ich Jugendlichen ein Angebot machen, was die medial fesselt, was sie medial bindet und wo sie sagen, ach, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Um mehr oder weniger geht es, glaube ich, nicht. Ich glaube, es klang jetzt ja öfters so ein bisschen durch, als würden wir neue Communities schaffen wollen. Also Herr Beermann hat es gerade schon schön erklärt und das ist ja gar nicht der Sinn und Zweck. Also ich meine, wer will gegen eine Community wie Facebook oder Twitter ankommen? Das ist ja lachhaft sozusagen. Aber dort eben dann zu sein, ne, das meine ich halt damit. Also ich glaube, dass die Öffentlich-Rechtlichen, da kann man MDR drüber schreiben oder was auch immer, ziemlich lange gewartet haben, bis die Leute halt zu ihnen kommen. Und das ist halt irgendwie für unser Alter nicht die Herangehensweise an Inhalte. Und ich möchte noch hinzufügen, es gibt ja Länder, wo es keinen öffentlich-rechtlichen Fernsehen gibt, wenn man sich zuerst mal die Fernsehlandschaft sich anschaut. USA ist immer ein gutes Beispiel dafür. Ich finde, dass diese Fernsehlandschaft nicht unbedingt das Vorbild ist für das, was wir hier haben wollen. Ich glaube, dass die öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten die letzten Jahrzehnte eine gute Arbeit gemacht haben, in dem Sinne, dass sie einfach auch die Privaten immer wieder dazu gebracht haben, sich an bestimmte Standards zu halten, dass wir einfach da waren und mit uns musste man sich auseinandersetzen. Und dass wir dieses im Bereich der Ansprache der jüngeren Zuschauer im Moment nicht leisten, das ist einfach ein Faktum. Und das ist etwas, was auf die Dauer dieses System bedroht. Und da muss man sich als Gesellschaft eben auch die Frage stellen, wollen wir, dass es weiterhin sowas gibt, eine öffentlich-rechtliche Orientierung mit all den Sachen, die hier auf dem Panel schon genannt werden. Und da muss das auch für die Jüngeren funktionieren. Und das ist der Auftrag, den uns die Politik gibt, dieses jetzt mal wirklich ernsthaft zu versuchen. Und ich finde, das ist allen Versuch wert. Ich bin ein großer Anhänger des öffentlich-rechtlichen Systems. Ich hätte auch woanders arbeiten können. Ich arbeite gern dort. Und ich glaube, dass diese Weiterentwicklung des Systems mit natürlich all den Schwächen, die das System hat, ja klar, wissen wir doch alle, die in dem System arbeiten, wissen das gut genug, wie es ist. Aber dass man versucht, dieses System jetzt in die Zukunft zu bringen und eine neue Chance aufzumachen für das, was eben jetzt die nächsten Jahrzehnte sein müsste, das finde ich, ist wirklich jetzt aller Ehren wert und das wollen wir ernsthaft machen. Es ist ja nun auch nicht so, als dass die Privaten nun gar keine Altersprobleme hätten. Also RTL wird auch immer älter. Was würden Sie denn da empfehlen, Herr Thoma? Ja, ich muss mir gar nichts empfehlen, die sind ja dafür da, die müssen Gewinne machen. Das ist ein privates Unternehmen. Ich gehe sogar so weit zu sagen, ich meine im Grunde genommen, die sind auch nicht dazu, gute Programme zu machen, sondern gute Gewinne. Also das heißt, es spielt überhaupt keine Rolle, was da sozusagen erreicht wird, wenn es ihnen gelingt. Ich habe damals die Zielgruppe 14 bis 49 in den Markt gebracht, die hat wunderbar funktioniert.
aber die war dann die Hauptzielgruppe von RTL. Das hat auch gegenüber der Werbung, weil man die ja sucht, ja die Erstverwender hauptsächlich. Deswegen sind die Jugendlichen ja so beliebt, nicht weil sie so viel Geld haben, sondern weil sie als Erstverwender erstmalig sich das erste Auto anschaffen, die ersten Konten eröffnen und so weiter. Je jünger, desto besser. Das ist der einzige Grund. Nicht, weil sie, die Alten haben mehr Geld, das ist ja ganz unbestritten. Aber sie geben es zögernder aus, würde ich sagen, in vielen Belangen. Weil sie schon vieles haben auch nicht. Die haben ja die Einrichtung, die haben ihr Auto und die haben ja schon was ist Werbung? Werbung ist Erziehung zu einer gewissen Markentreue und die ist halt irgendwann mal abgeschlossen, dann sind es markentreu und sind immer mühsam davon wegzukriegen. Das weiß auch die Politik, dass die Leute sich sozusagen kaum ändern, außer sie haben persönliche Erfahrungen schlechter Art oder besonders guter Art, aber das ist mühsam. Das ist der Grund. Ansonsten würde ich sagen, ja, die Privaten stehen vor dem gleichen Problem. Gar keine Frage. Nur zum Beispiel, wer es derzeit gut schafft, ist ProSieben, aber die verlieren, die haben 5,5% Marktanteil nur mehr. Natürlich, das geht deshalb. Weil sie ein bisschen schlau waren und die Joko und Klaas dieser Welt. Also auch diese. Ich meine, die haben es ja verstanden, sich diejenigen zu holen, die sozusagen jetzt eben. Naja, gut, aber das ist der Sinn der Übung. Das ist genau das, dass die das wegholen mit dem Riesengebührentopf von 8,3 Milliarden und die anderen müssen das über Gebühren machen. Das ist ja die Unsinnigkeit des Ganzen. Die könnten ja jeden wegkaufen. Alles. Wenn die heute beschließen, Formel 1 zu machen, dann kriegt er Ecclestone. Gegen Geld macht er fast alles. Ja? Also das heißt, ich kenne den sehr gut. Ich habe das also da zu RTL geholt damals. Ich weiß auch, wie die Bedingungen sind. Bei der Champions League ist das Gleiche passiert. Zack, weg. Weil die Politik, ich habe ja 3,5 Jahre in einer Staatskanzlei gearbeitet. Also meine tiefe sozusagen Verehrung hat etwas gelitten, würde ich sagen. Bitte, Dr. Pirmer. Dann muss ich jetzt dran arbeiten, Herr Professor Thoma. Lassen Sie ihn noch weiter sehen. Also einmal, Joko und Klaas sind von Öffentlich-Rechtlichen zu Privaten gegangen. Ja, also da hat nicht der Öffentlich-Rechtliche jemanden rausgekauft. Das Zweite ist, und wenn ich das nochmal sagen darf, Frau von Hülsen, ich sehe es als schwierig an, dass wir in einer sich demografisch verändernden Welt nach hinten versuchen, die Jugendlichen mit den Anteilen, die es früher gab, also wie ich jung war, ich bin Babyboomer, also in den 60er Jahren, da also wieder ranzukommen. Das geht nicht. Wer glaubt, dass in einer Welt, die sich also beständig gerade in Deutschland weiter nach hinten altersmäßig verlagert, ja, dass da ausgerechnet im Jugendbereich das Fernsehen sich auf einmal absondert, der irrt. Man kann da noch wirtschaftlich, wie es Herr Professor Thoma gesagt hat, über die Markenbindung was machen, nur auch da redet man ja mittlerweile vom Best Ager. Also auch dort ist ja ein Angebot mittlerweile da. Ich warte darauf, dass also auch die öffentlich-rechtlichen Altersangebot machen. RTL Nitro. Das ist generell ein Altersangebot. Oder wie gesagt, ja, leider noch nicht ganz so. Leider noch nicht ganz so, denn so deutlich ist der Unterschied zwischen dem ZDF und RTL auch nicht. Doch, es sind also noch 10 Jahre dazwischen. Anders machen. Was sind 10 Jahre zwischen 60 und 70? Das spielt eine große Rolle. Das stimmt, in dem Alter bin ich heute. Nochmal zurück. Also ich glaube, dass sich das auch verändert. Das heißt, immer nur jetzt prozentual auf die Jugend zu schielen, ist falsch. Sondern schichtern ergreifend zu sagen, wir haben junge Leute haben einen Anspruch auf ein vernünftiges Angebot und das müssen die Öffentlich-Rechtlichen leisten. Darum geht's. Schaffen wir noch eine Twitter-Frage, Madita? Unbedingt, schieß raus. Florian wollte wissen, er sagt, wir haben noch gar nicht über Jugendwahn geredet, das ist irgendwie unzureichend, er würde gerne wissen von uns, wie wird sich der Markt denn verändern mit dem Jugendangebot? Wie wird sich der Markt verändern? Gar nicht. Tut mir leid, Florian. Ich hatte es mir spektakulärer vorgestellt. Ich wüsste auch nicht, wie sich der Markt jetzt groß verändern soll. Ich glaube, es wird einfach ein paar, vielleicht gibt es ein paar Produzenten, die jetzt endlich mal Ideen umsetzen können, die sie vorher nur in der Schublade hatten, weil sie sozusagen keinen Sender hatten, der jüngere Ideen umsetzt. Ja? Wird er vielleicht ein bisschen vielfältiger und ein bisschen bunter werden. Das wäre wünschenswert. Dann muss ich aber direkt einsetzen. Ich meine, es ist ja jetzt eben kein Sender, es wird ja online alles passieren. Eine Entwicklung kann ja gar nicht stattfinden, weil man es auch nicht wirklich messen kann. Wie wird denn der Erfolg gemessen überhaupt? Aber das ist ja total super. Also ich freue mich total, dass das jetzt so... Es tut mir leid, dass ich hier so optimistisch bin. Weil momentan ist es ja so, dass wir online natürlich Klickzahlen messen. Ne? Also das wisst ihr alle. Was wir aber ja momentan noch nicht so richtig machen, ist, dass wir diese ganzen Erfolgsmessungen, also die Metriken aus den sozialen Netzwerken, das läuft ja immer so mit. Also wir gucken uns ja momentan gar nicht an, wie viel gefällt mir es, wie viel Likes, wie viel Shares, wie viel
viele Retweets haben unsere Inhalte. Da wird dann immer so meistens gesagt, ach, das lief ganz gut. Da waren irgendwie viele Leute irgendwie so dabei. Also ich glaube halt, dass das total eine Chance ist, online da auch zu stärken, weil ich erlebe das halt total oft bei klassischen Fernsehmachern, dass die immer sagen, ach, das ist schön, wenn die dann danach noch die Sachen irgendwie angucken. Ne? Und man als Onliner immer denkt so, hey, also wir hatten ersetzte Summe X an Leuten, die sich das irgendwie angeschaut haben, was sozusagen in der Online-Erfolgsmessung viel ist. Ne? Deswegen, also ich glaube halt, dass wir da auch online als Medium total stärken können dadurch und auch Social Media stärken können, weil ich weiß nicht, wie da der Eindruck in der Runde ist. Ich finde immer, das wird noch ganz schön klein gemacht irgendwie, eben weil es keine belastbare Erfolgsmessung wie die TV-Quote gibt. In Bangladesch arbeiten tausende Leute an Gefällt-mir-Klicks, die man dann bestellen kann. Da merkt man wieder die Privaten, wo kaufen wir es uns. Ja, wobei man die ganz gut identifizieren und rausrechnen kann. Also das geht schon. Ich möchte aber da noch einhaken, weil ja, ich glaube, es ist einfach ein wichtiger Teil dieses Projekts Jugendangebot, dass wir auch an dem Messverfahren arbeiten. Denn wir müssen tut uns sich denn da was? Also ist da irgendwas in Planung? Da was. Das ist Teil des Projekts. Ja, was denn? Ich meine, natürlich versuchen wir. Wir warten seit Jahren. Das dauert ja auch Jahre. Ja. Wie soll es denn anders gehen? Das ist halt nun mal eine komplizierte Geschichte. Wir haben angefangen in der AGF zusammen mit den Privaten immerhin mal die Messungen der Mediatheken jetzt auf einen gescheiten Standard zu bringen. Das hat so lange gedauert, leider, dass uns jetzt die Mobilgeräte fehlen, weil die eben zu dem Zeitpunkt, als das anfing, eben auch nicht dabei waren. Das dauert alles leider lange. Das ist ärgerlich, aber es ist so. Aber daran müssen wir arbeiten und wir müssen zu internen Messverfahren kommen, die mit dem gleichen Aufwand betrieben werden wie die Fernsehmessung. Und wir müssen dort mit anderen in der Branche gucken, dass wir uns einigen. Im Moment wird diese Debatte an vielen Stellen geführt. Das ist jetzt keine Debatte, die wirklich nur hier mit Jugendangebot zu tun hat. Ich habe auf den Medientagen eine Diskussion erlebt, wo sich die Werbewirtschaft mit der AGF öffentlich angebrüllt hat auf den Medientagen, weil es eben noch keine vernünftige Messung gibt für Mobilgeräte und jetzt eben Einzelne anfangen, einfach ihre eigene Messung aufzuziehen, sodass es im Moment eine ganz zersplitterte Geschichte von Erfolgszahlen gibt im Markt, ne, wo weder die Werbewirtschaft mit was anfangen kann, noch die privaten Anbieter, noch wir. Ne, und auch da müssen wir rein, das ist Teil eines solchen Angebots, dass wir zu belastbaren Erfolgskriterien kommen, zu einer Quote eben auch für die neuen Angebote. Ich würde gerne noch zwei Fragen auf jeden Fall stellen, bevor wir die Runde schon fast beenden müssen. Denn was muss man jetzt machen als Jugendlicher, wenn man sich da gerne einbringen möchte? Also an welche Tür muss man klopfen oder darf man klopfen, um sich irgendwie zu bewerben, wenn jetzt irgendjemand Interesse hat, zu euch zu kommen? Und habt ihr denn irgendeinen Plan B, wenn das Ganze bitte nicht funktioniert? Was passiert dann? Na jetzt, ja, Geld verbrennen. Dann also, gibt es nichts zwei wahrscheinlich. Ich glaube, es ist schon ein Grundfehler, irgendwie Angst vor dem Scheitern zu haben. Ja? Ja. Also ich glaube, das haben wir lange genug gehabt und deswegen hat es Ewigkeiten gedauert, bis eine Erneuerung stattgefunden hat. Ich glaube, die Chance liegt auch darin zu sagen, ja, dann scheitern wir eben. Dann machen wir eben das, was nicht funktioniert, nicht weiter, sondern machen was Neues. Also wir haben den Auftrag, wir haben auch sozusagen von jedem, der hier sitzt, hoffe ich mal, das Geld bezahlt bekommen. Ihr habt einen Anspruch, dass wir ein ordentliches Programm machen und sagt uns halt, was ihr wollt. Also insofern die Frage, an wen richten. Es gibt die bekannten Adressen der Rundfunkanstalten. Es gibt, fast jeder hat mittlerweile Facebook-Accounts. Da wird auch reingeguckt, da wird auch geantwortet, wenn da gepostet wird. Also erreichbar sind wir. Und die Angst vorm Scheitern legen wir ab, weil das Ganze ist ein Prozess, der daraus besteht, dass wir uns sozusagen öffnen für die Inhalte und auch genauso für die Kommentare und für die Anregungen und das Einbeziehen in die Programmgestaltung. Und was läuft, wird weitergemacht und was nicht läuft, wird eingestellt. Das ist eine Chance, die auch online besteht, weil der Aufwand in der Produktion dann doch eben ein bisschen geringer ist und weil wir flexibler sind und schneller reagieren können. Ich glaube, ich würde mal für den MDR das erzählen, ne, mit dem Einbringen, weil wir ja zum einen, also das haben, was auf ARD-Ebene passiert, ne, das kennt ihr mit den verschiedenen Anstalten, aber auch der MDR hat ja die Arbeitsgruppe zu den Jugendangeboten innerhalb unserer Anstalt, habe ich ja schon erzählt. Und also ich würde mich total freuen, schreibt uns mal eine Mail, ne, entwicklungslabor@mdr.de, unser Blog, den findet ihr auch, wenn ihr uns googelt. Wir machen das öfters, dass wir so Erfahrungsaustausche haben und auch, ja, also das darf man immer nicht vergessen, aus Mittweida kommen total viele Volontäre und auch Auszubildende, die sozusagen beim MDR auch arbeiten. Ne? Also das ist nicht so, dass wir uns nicht kennen. Ich bin jetzt zwar zum ersten Mal hier, aber das lässt sich ja ändern. Also ich glaube, da findet man genug Punkte, um anzudocken. Sehr schön. Also wer jetzt immer noch Fragen hat, wir machen heute keine Fragerunde, aber wir haben gleich noch ein großes Greet
Meet and Greet sozusagen. Da könnt ihr uns alles nochmal fragen, was ihr gerne wissen möchtet. Wer jetzt total noch unzufrieden ist mit der Situation, der kann alles fragen, aber natürlich auch twittern, richtig? Na klar. Na klar. Super, dann bitte mal einen ganz, ganz großen Applaus für Alexander von Harling, für Katrin Ruther, Robert Amlung, für natürlich Herrn Dr. Beermann, für unser Mastermind, Professor Dr. Altendorf und Herrn Thomas, der morgen sogar schon nach New York fliegt. Dankeschön.